Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich endlich das Unboxing von der aktuellen Pinkbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine Beauty-Abo-Box, die monatlich erscheint, zwischen 13,45 und 15,95 pro Monat und pro Box kostet. Und sie enthält 5 Beauty-Produkte bzw. ich weiß nicht, sind das immer fix 5 Beauty-Produkte oder zählt da auch manchmal mit rein, dass man quasi auch ein Lifestyle-Produkt bekommt oder manchmal haben wir auch so ein bisschen was zu essen, zu trinken, zu erkunden, sage ich mal. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team für diese Möglichkeit und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Sie ist ziemlich cool vom Design her. Indian Summer, also im Prinzip, Leute, wir haben jetzt Spätsommer. Ne? Die letzten Tage war es auch relativ warm bei uns. Es ist noch so ein bisschen, die letzten Sonnenstrahlen kommen noch raus und kitzeln uns auf der Haut. Und ja, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt in dieser Box finden werden. Ja, die September-Ausgabe, ne? Ist das jetzt ja. Und mal gucken. Sonnenschutz haben wir hier wohl nicht drin. Nicht mehr, sage ich mal. Und so schaut es dann immer aus, wenn man den Deckel entfernt hat. Es stand mal eine Weile drin, dass man schön ist. Ne, da stand immer drin, du bist schön. Aber das steht da nicht mehr drin. Ich vermisse es. Wirklich. Wir haben hier das Seidenpapier, was mit der Seidenschleife zusammengehalten wird, das ich einmal öffnen kann. Und hier haben wir auch ein Klebi. Aber vorher rieche ich mal kurz an der Box. Kein verräterischer Duft kommt mir entgegen. Schade. Und ja, dann mache ich vorsichtig den Klebi auf, der auch tatsächlich passend zum Boxendesign, zum Special-Design der Box gestaltet ist. Boah, ist die voll gepackt, dass die überhaupt das Ding hier zugekriegt haben. Wahnsinn. Hier haben wir dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind auch immer ziemlich viele Spoiler mittlerweile in diesem Entree drin, deswegen lese ich das nicht mehr vor. Die Produkte sind hier aufgeführt mit den Preisen. Dann haben wir da auch ein paar Informationen noch zusätzlich mit dabei und auch zum Beispiel Informationen, dass es ja aktuell auch die Adventskalender gibt zu Pinkbox und Blackbox Men und hasse nicht gesehen, Beauty Love the Natural Box. Schaut gerne dort auf der Homepage mal vorbei, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und das müsste eigentlich sogar ein Ikral-Partner sein. Das heißt, wenn ihr dieses Cashback, Ikral, habe ich keine Kooperation mit, ne? Es ist einfach nur, ich habe es einfach selber, glaube ich, über Mamako Beauty damals auch gemacht. Da kriege ich immer schön Cashback, wenn ich shoppen gehe. Das ist sehr, sehr angenehm. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Das sind dann immer die Sachen, die ich mit einem I zusätzlich noch gekennzeichnet habe. Hier haben wir dann noch zusätzlich, oh mein Gott, das fällt alles auseinander, ein paar Gutscheincodes. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Und hier haben wir eine Karte drin. Du bist eine Heldin. Und hier hinten steht drauf, du bist meine Alltagsheldin, weil... Und dann kann man halt ja, jemandem ein schönes Kompliment machen. Finde ich schön, solche Karten bewahre ich auch gerne auf für Verlosungen oder so. Oder wenn ich sie halt Freundinnen oder so mal gebe, ne? Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Also das ist mal prall gefüllt, sag ich mal. Ich hab, also da haben die Tetris ohne Ende gespielt. Ich sehe das wohl. Als erstes habe ich hier sanft gepflegt von BB. Pflegende Reinigungstücher. Ja, das sind jetzt mittlerweile ja diese Micellentücher, die auch auf pflanzenbasierten Geschichten produziert wurden. Das heißt, das Ganze ist dann auch ein Stück weit nachhaltiger, als es mal war. Das ist schon mal sehr positiv, aber ich entferne damit nicht mein Make-up. Muss ich gestehen. Swatches, ja, entferne ich wohl damit, aber dafür ist es dann auch irgendwo zu schade, ne? Werde ich weitergeben und Augen-Make-up auf gar keinen Fall hiermit entfernen. Ich glaube, es steht sogar drauf, dass du es weg von Lippen und Augen halten sollst oder so. Nee, Augen tatsächlich auch. Würde ich aber nicht empfehlen. Also ich habe ja eine ganz spezielle Augenpflegegeschichte. Wirklich ein Abschminkbaum und dann ganz vorsichtig von den Wurzeln wegstreichen, damit da ja nichts abbricht, ausfällt oder sonst irgendwas. Ich bin da ja super vorsichtig mit, weil wenn man so ein sackenteures Wimpernserum verwendet, dann ist man noch vorsichtiger, wenn man einfach gemerkt hat, dass es gezüchtet worden ist. Ne? Claudis Welt 15 kriegt ihr bei Purish 15% Rabatt. Ne? Wimpernserum kann ich auch mal in der Infobox verlinken. Ich werde da immer wieder nachgefragt, weil ja, meine Wimpern sind echt explodiert. Und es haben auch schon einige das nachgekauft und mir auch schon ihre Erfolge mitgeteilt, also bei allen explodiert ist. Ist zwar kein hormonfreies Produkt, das heißt nicht in der Schwangerschaft benutzen, bitte. Aber, ne? Egal, ich verwende es halt, ich mag es halt. So. Und deswegen brauche ich keine Abschminktücher, weil ich anderweitig Sachen verwende. Dann habe ich hier etwas drin von Jill Sander Sun. Ja, das ist damals so das
das Parfum von meiner Mom gewesen, als sie noch mit meinem Papa zusammen war. Ist ja auch schon fast, ja, 10 Jahre her, Leute. Oder, nee, 11 Jahre. Krass. Perfume Shower Gel, ja, das ist, erinnert mich halt immer wieder daran, ne? 30 Milliliter haben wir hier drin. Ich liebe den Duft, ich finde den wundervoll. Es ist aber halt immer so eine Sache, wenn es einen daran erinnert, an Zeiten, die halt nie wieder zurückkommen werden. Und jetzt ist es eh besser. Ja, ja. Aber ist auf jeden Fall cool und es passt halt, ne? Weil du hast immer noch jetzt so diese Sonnenmomente und immer noch dieses Bedürfnis nach Sonnenschein. Und dann holt man sich das einfach nochmal unter die Dusche. Deswegen finde ich das fein. Das ist okay. Dann habe ich hier etwas drin und das finde ich klasse, von Larisé. Da hatten wir auch schon, ich glaube letztes Jahr in dem Pinkbox Adventskalender einen Duft von Larisé mit dabei gehabt. Und das fand ich wirklich toll, denn das ist irgendwie, die machen Duftzwillinge zu bekannten Parfums, wenn man das mal so sagen darf. Zu einem bezahlbaren Preis, ich glaube 20 Euro oder so kostet dann ein Parfum. The Essence of a Woman habe ich jetzt hier mit drin. Ich habe die Nummer 119, da muss ich mir mal nachlesen, was das ist. Und hier sind halt einfach mal 50 Milliliter drin, ne? Das ist derbe und finde ich wundervoll. Ich weiß nicht, wo ich das nachlesen kann. Ich glaube, das mache ich gleich mal eben auf der Homepage. So schauen die Flakons immer aus. Und ja, dadurch, ne, kann man halt auch ein Stück weit den Preis senken, wenn du nicht so ultra ausgefallene und unterschiedliche Flakons hast, sondern wenn du immer die gleichen Formen halt hast. Okay, ich habe es mir jetzt auf der Homepage nachgelesen. Das Larisé 119 riecht nach Jasmin White Amber und soll ein Zwilling sein zum Alien. Und das ist halt ein Duft, wo ich immer mal wieder drüber nachgedacht habe, mir den tatsächlich zu holen. Und deswegen feiere ich das gerade so sehr. Ich hoffe, Sammy verzeiht mir das. Also ich behalte das definitiv. Wenn das nach Alien riechen soll, dann hallo, hier bin ich. Bin ich sehr gespannt. Und Jasmin ist voll meins, ne? Oh mein Gott, riecht das gut. Ich freue mich gerade echt ein zweites Loch sonst wohin. In meinen Po, sorry. Oh, das riecht sehr, sehr gut. Das finde ich geil. Also, dass ich hier, ja, ne? Ma! Richtig, richtig cool. Da ist man einfach immer zu knieberig gewesen. Kommt auch in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Und ja, jetzt habe ich quasi ein Alien-Dupe hier. Yay! Und, also, ich habe jetzt auch gerade gesehen, 19,95 wird das normalerweise auf der Homepage kosten. Das ist echt nicht viel Geld, ne? Und man hat hier auch noch einen 25% Gutscheincode mit dabei. Das heißt, du sparst nochmal ein Viertel, also quasi 5 Euro. Voll krass. Hammer, Code ist pink, kann ich euch auch mal in die Infobox schreiben. Haut rein, Leute, gönnt euch hart, mega. Dann habe ich etwas hier drin, den habe ich aber schon da, genau. Das heißt, da wird der, den ich schon da habe, auch in das Full Face Beauty Boxen kommen. Von Averde Naturkosmetik, der Diamond Kiss Lipstick, ist hier in der Farbe 30 Achat. Also ich weiß nicht, ob ich exakt die Farbe habe, aber der, den ich da habe, den werde ich dann einfach mal mit ins Full Face Beauty Boxen mit reinnehmen, ne? Und ja, das scheint so ein schöner, richtig schöner Rosenholzton zu sein. Und die Limited Edition, diese Diamond Kiss Geschichte von Alverde, hat halt einfach diese unfassbar schöne Form. Und ja, habe ich auch in meinem Full Face Beauty Boxen schon verwendet. Und da mochte ich den auch ehrlich gesagt richtig gerne. Das heißt, mega. Ja, die beiden Produkte fand ich jetzt gerade richtig klasse, muss ich gestehen. Das hat meine Stimmung gerade gehoben. Und hier sehe ich gerade was. Die werden den Tag nicht überleben. Ich liebe Frit. Ich liebe Frit so sehr. Und hier haben wir die ja, mit Vitamin C Orange. Ja, von wegen mit Vitamin C. Ich liebe Frit. Also die könnte ich mir alle gleichzeitig, alle, was weiß ich wie viel, 8, 6 Kaustreifen gleichzeitig im Mund stecken. Und dann würde ich mich fühlen wie damals, als ich ein junges Mädchen war. Nein, ich finde es klasse. Ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich cool, dass es mit drin ist. Wir haben jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr als die üblichen 5 Produkte in der Box mit drin, weil damals hatten wir immer so eine Zeitschrift auch mit dabei gehabt. Die wurde aber ersetzt durch ein extra Produkt, was jetzt immer in der Box mit drin sein wird. Und das finde ich cool. Einerseits hat mir die Zeitschrift, es war mal eine Couch, mal war das eine Barbara, ne, ganz gut gefallen. Aber ich finde es noch cooler, wenn wir ein extra Goodie mit dabei haben, muss ich ehrlich sagen. Hier habe ich das nächste Produkt und das ist von Alterra Naturkosmetik, ein festes Shampoo Bio-Orange für normales Haar. Und das ist ja die Eigenmarke von Rossmann. Ich finde es sehr positiv, dass immer mehr von diesen festen Produkten auch in den Alltag von Menschen einziehen. Ich habe eben erst eine andere Box ausgepackt, da war zum Beispiel eine feste Tagescreme drin, auch sehr, sehr spannend.
Ich muss nur sagen, feste Shampoos vertrage ich nicht. Ich hatte das eine Zeit lang versucht und auch verwendet. Zwar nicht jeden Tag, also das habe ich dann so im Wechsel auch mit anderen Shampoos verwendet, aber es hat meine Kopfhaut enorm ausgetrocknet. Deswegen habe ich für mich herausgefunden, ich werde keine festen Shampoos mehr verwenden, weil das einfach weder für meine Haare noch für meine Kopfhaut sonderlich förderlich ist, ne? Ja, ist schade. Aber so ist das halt, ne? Okay, sieht interessant aus. So ein bisschen, als könnte man gleich reinbeißen oder als könnte man das als Badetablette verwenden. Riecht auch wirklich angenehm nach Orange. Riecht ein bisschen wie ein Brausebonbon. Sehr interessant. Ja, werde ich aber in einem Adventskalender mal weitergeben. Ich weiß nicht, ob dazu muss, dass es so weiß gesprenkelt ist, aber ich denke schon, ne? Weil das ist ja auch noch gut und so. Ja, wird auf jeden Fall dann seine Anwendung finden, aber leider nicht bei mir. Ist aber nicht schlimm, ne? So ab und an mal ein Produkt dabei, was einem nicht gefällt. Also das Parfüm haut für mich eh jetzt aktuell alles raus. Und dann habe ich hier was drin. Da habe ich auch schon mal einen von zugeschickt bekommen von einer Followerin. Oder ich hatte das mal im Tauschpaket oder so. Da habe ich nämlich Strawberry schon ausprobiert. Und hier haben wir jetzt von Fitvia Purple Power Body Tea. Den werde ich mir auch gönnen. Was ich halt bei Fitvia so gut finde, hier sind 100 Gramm drin enthalten, ne? Dass du, also man sieht es ja auch direkt, ne? Diese Partikel sind halt sehr, sehr groß. Und das sieht nicht nur hübsch aus, sondern es ist auch wirklich vom Geschmack her intensiver. Ich sehe hier wirklich irgendwie Kornblume und so. Sieht sehr ansprechend aus und werde ich ausprobieren. Ich trinke mir auch sehr oft solche Tees einfach kalt. Also ich gieße mir die heiß auf und lasse die abkühlen. Das habe ich gesehen bei Özlem, bei Ella Nelo heißt die auf YouTube. Die macht das nämlich auch so. Finde ich geil, ne? Also ich trinke auch super gerne Waterdrops, aber ab und an auch einfach mal so einen kalten Tee. Mag ich gerne und ja. Dann wird er wahrscheinlich auch schön lila sein. Das mag ich ja auch ganz gerne. Früchtetee aromatisiert mit schwarzer Johannisbeergeschmack. Süße Apfelstücke und Hibiskusblüten, Bohnenschalen, Lemongras, natürliches Aroma. Stevia-Blätter, Fenchel, Kornblumenblüten, Lavendelblüten, schwarze Johannisbeere, Rosenblütenblätter, Baldrianwurzel, dann irgendein Konzentrat aus Karotte und Heidelbeere, Hanfblätter, Gazinia, keine Ahnung, Tamarinde, okay. Da habe ich mich direkt mal verschluckt. Hammer. Das finde ich cool. Mega. Freue ich mich drüber. Also die Box, ja gut, das Parfüm ist schuld, ne? Aber die hat mir gut gefallen. Ja, hier sind natürlich das ein oder andere Produkt dabei, wo ich sage, habe ich schon oder brauche ich nicht unbedingt. Aber sie hat mich geflasht. Also das Parfüm finde ich einfach, es ist cool einfach mal so, ne, das drin zu haben. Ich finde es auch cool, ein bisschen dekorative Kosmetik dabei zu haben. Shampoo, ein bisschen was für den Körper. Und ein Tee. Ich finde es toll. Also eine schöne Mischung und ich kann es empfehlen, da einfach mal reinzuschauen, euch vielleicht die anderen Videos mal anzuschauen, was so die letzten Monate drin war. Diesen Monat haben sie derbe einen rausgehauen. Mir hat es gefallen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!